Und was hast du im Krankenhaus gemacht? Mich behandeln lassen. Was ist dir passiert? Nix. Wie nix? Ja, nix Relevantes. Unfall oder was? Nö. Was sollst du mir denn erzählen? Ach, auch nichts, Digga. Die platzen Nerven rum. Wegen? Wegen irgendwelchen Sachen, die sie hören auf der Straße. Ich hab keinen Bock, ich erzähl dir das nicht. Warum? Wenn du hörst von Coke oder sonst was, ich hab keinen Bock, mich darüber aufzuregen. Stehen mit 30 Mann an unserem Dealer, klauen uns das Geld, stehen mit Flex und stehen auf den Wie? Dächern verteilt und wollen uns irgendwas vorwerfen, Alter. Und Dass wir was? Geld, dass wir Crips-Uzis geben, mit der Intention, dass sie die wegballern und so ein Müll. Ja, was? Ja. Und woher wollen die das wissen? Ja, was weiß ich, weil die Crips zu denen laufen und denen das erzählen. Und als straighter Blood, du glaubst natürlich den Crips anstatt uns. Digga, warte mal ganz kurz. Wir reden von den Drew Crips? Ja. Sagt die ganze Zeit, er will uns alle töten, wenn sich das bestätigt. Wie kann man denn so reden? Und wenn ich so über einen Luis rede, Digga, werde ich in der Hut von einem Freddy abgestochen. Wie kann man denn so doppeln, ey, Digga? Solche Doppelmoralisten, Alter, das kannst du dir nicht ausdenken. Alles, was die uns vorwerfen, haben die innerhalb von 15 Minuten getan. Tibon sagt, ich hätte ihn töten können und will, dass ich mir ein Messer in den Bauch stecke. Die holen rum, dass wir irgendwas auf irgendwelche Leute auf irgendwen hetzen, Digga. Und sagen, aber Tibon rennt zur EBF und sagt, nimmt unsere, geht mal Kiezdealer holen so auf den. Was sind das denn für Opfer, Alter? Die sind einfach nur Pseudomoralisten. Weißt du, Ja. was das Problem an der ganzen Geschichte ist? Dass da MJ Ja. stand. MJ hat letzte Woche zu mir noch, hat noch, weißt du noch, wie er es gesagt hat? Ach. Hey, wir sind doch Freunde. Wir können doch alle Ach, ein miteinander Schwanz reden. Wir sind können uns das doch wir. direkt sagen. Schwanz sind wir, Digga. Digga, die Schwanz sollen. sind wir. Ich werde das heute ein für alle mal erklären und dann war's das. Ich will mit denen die ganzen auch, ich hab das den Jungs auch Du erst brauchst gestern mir nichts zu erzählt. erzählen. Ich weiß, was ich Digga, selber wir mache und ich werden bin nichts mehr mit abgefuckt. denen zu tun haben. Hi. Hi. Wie gut ist die Stimmung im Auto? Absolut unten. Okay. Was weiß Frank schon? Es reicht, ich brauche nichts. Du brauchst nichts. Ach Nö. so. Okay. Soll ich euch mal meinen letzten SMS-Verlauf mit Freddy vorlesen? Er Ja. fragt mich: Hast du jemanden, der in der Nähe von der JVA ist? Werde gerade hingefahren für 2 Tage, eine Streife, 3 Bullen. Fuck, zu spät, hätte früher anrufen sollen. Bro, da habe ich gepennt. Waren ganze Zeit ready, euch da rauszuholen. T-Bone wusste Bescheid. Wie lange musst du? Willst raus? Die standen mit Flags am Dealer, weil ein Crip irgendwas erzählt hat? Ja. Fahr mal bitte zu Die den waren Crips sogar auf und zu den Dächern und so Ballers. verteilt. Erst zu den Ballers. Digga. Dieser Höhenflug ist ja unglaublich, Alter. Das ist ja unbelievable, ey. Habe ich ja noch nie gehört, so ein Scheiß, Digga. Pass mal auf, wir wollen mal kurz klarstellen, wer die Bloods sind. Die Bloods werden von keiner Gang, die jemals in 2 Jahren hier waren, auch nur minimal respektiert. Außer von Gangs, die aus 5 Leuten bestehen und von 20 Leuten in die Fresse bekommen. Das sind die einzigen, die vor denen ein wenig Respekt haben. Jede dieser Gruppen, die vor mir lästert, Scheiße redet oder sonstiges über die Platz, sage ich halt die Fresse. Will ich nicht hören. Ich bin loyal, ich stehe zu denen und alles. Keiner respektiert die, außer wir. Außer wir. Und die stehen da mit Flag. Digga, wie alt sind die? 15? Weißt du was? Wisst ihr was, Digga? Dass Freddy nicht dabei war, ist das Einzige, was meine Freundschaft zu Freddy minimal am Leben lassen kann. Aber das war's auch schon mit den Bloods. Ich werde nichts mehr mit denen zu tun haben, ich werde die nicht mehr in Schutz nehmen, ich werde gar nichts mehr. Ich werde gar nichts mehr tun. Ich werde denen nicht in Ruhe. Ich will nichts mehr mit denen, die sind für mich gestorben. Ich werde sie von der Karte löschen, sie existieren nicht mehr für mich. Ich werde mich auch komplett aus dem Ganglife rausnehmen. Ich werde die Dealer alle, einfach alle, heute noch, mit heutiger Wirkung, werden diese Scheiß-Dealer, die werden zum verfickten Ballers kommen. Und dann können die Ballers sich mit denen, die können dann können sie ja wieder gegen jemanden kämpfen, wo sie verlieren. Alter, ich kann nicht mehr, Alter. Fotzen! Dumme Menschen. So was Dummes habe ich noch nie in meinem Leben gelebt. Noch nie in meinem Leben erwähnt. Noch nie, noch nie, noch nie, nie, nie. Wisst ihr was? Die sollten eine Bäckerei aufmachen. Denn das ist das Einzige, was die können, Alter. Eine Bäckerei aufmachen. Dann brauchen sie auch keine Hilfe. Kleine Lutscher.
reden von Lutschen in der Southside und machen jeden Abend 69 mit ihren Nachbarn. Wir reden aber nicht darüber, weil wir reden nicht schlecht über die Blatz. Wir machen das nicht, wir sind loyal. Mit dir zusammen von den ja, natürlich ist er das. Wir sind da gegenseitig rum, Alter. Was wollen die denn von Kuscheln erzählen? Nee, OC bin ich ganz getötet, alles gut. Danach wollten die zum Klamottenladen. Was? Können wir uns alleine treffen, zu zweit? Bruder, ich hab mich aus der ganzen Scheiße rausgehalten. Ja, aber ich will mit dir, nicht, bevor ich mit irgendjemandem rede, will ich mit dir reden. Das ist mir sehr wichtig. Ja, dann komm zum Dings, LST, ich bin da. Okay, bis gleich. Bis gleich, peace. Peace. Was geht? Lass uns mal an den Rand gehen. Ja, ja, machen wir. Ich versuche jetzt ganz ruhig zu bleiben, weil du nicht dabei warst. Alles ist gut, Digga, aber es geht mir gerade. Ich bin gerade. Weil ich mich aus der Scheiße raushalte. Ja, pass auf, ich weiß gerade auch nicht, ob ich traurig oder wütend sein soll, Digga. Ich schwank gerade um. Ich bin gerade komplett ausgerastet, hab rumgeschrien, hab alles Böse der Welt gesagt, was ich jemals gesagt habe über dich oder euch oder was auch immer. Und jetzt gerade komme ich wieder runter und werd traurig. Digga, ich möchte mit dir reden. Und zwar über gar nicht diese Geschichte, die gerade aktuell ist. Ist dir klar, wie wir oder wie ich zu euch stehe? Also ich wusste das eine ganze Zeit lang, aber ich höre halt immer viele Sachen, die mich manchmal so ein bisschen rumreißen. Weißt du, was ich meine? Von wem hörst du diese Sachen? Ja. Das ist schon immer der entscheidende Unterschied zu uns gewesen. Wenn jemand zu mir gekommen ist und mir Scheiße über dich erzählt, das habe ich ihn dir vor deine Tür gebracht. Weil du ja, über den Leuten stehst. Das Problem ist halt einfach nur, dass das, was ich jetzt das letzte Mal gehört habe, war einfach heftig so. Und da bin ich halt... Deswegen, ich halte mich da raus, weil ich, die anderen Jungs klären das, die klären auch die Konsequenzen. Ich bin nicht der einzige OG bei dem Platz und die... Glaubst du das, was du gehört hast? Ich finde es schwierig, weil der Typ, ganz ehrlich, wurde dir das erzählt? Nicht, ich habe nicht mehr zugehört irgendwann, weil es nur hieß, ich stand mit Flags am Dealer, habe irgendwas von Dealer reden. Ich war nicht da, ja. Ja. Ganz ehrlich. Also ich erzähle jetzt einfach mal grob, was uns erzählt wurde. Mhm. Uns wurde erzählt, dass ihr den Crips Waffen gegeben habt, um gegen uns zu schießen. Das wurde mir erzählt. Und mir wurde erzählt, dass ihr einen Crip da rausgeholt habt aus der Schießerei. Mhm. Und mir wurde erzählt, dass was war noch? War noch ein, zwei Sachen mehr. Aber wie gesagt, ich habe das auch, so wie du gerade gesagt hast, habe ich nicht mehr zugehört. So, aber aus wie vielen Schießereien haben wir euch rausgeholt? Weiß ich nicht. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Weil ihr uns jetzt zweimal geholfen habt, dürft ihr den Crips einmal helfen? Oder? Weil ihr, na okay, ihr habt uns noch nie Waffen gegeben. Kriegen wir jetzt bei der nächsten Schießerei Waffen von euch? Darf ich dir mal eine Frage stellen? Stell mir eine Frage. Hast du jemals danach gefragt? Nein. Aber der Grundgedanke, ich würde niemanden... Wir haben keine Waffen von uns gehabt. Hör mir mal zu. Ja. Ich würde niemandem, egal ob es VBG ist, egal ob es BHB ist, ich würde niemandem Waffen geben, um dich zu töten. Habe ich auch nicht getan. Na, es wurde aber auch nicht abgestritten. Was wurde nicht abgestritten? Na, mit den Waffen. Doch, habe ich gerade abgestritten. Okay. Ja, wie gesagt. Warte mal, ich möchte mal kurz an deinen Menschenverstand appellieren. Was ist vor 2 Tagen abends passiert? Hector wurde von Jean aus einer Schießerei geholt mit den Cops. Daraufhin habe ich T-Bone angerufen. Wir waren alle ready, euch jederzeit da rauszuholen. Und einen Tag später kommt ihr und sagt, ihr habt gehört. Von wem? Ich habe gehört von einem Crip. Mhm. Das ist unser Verhältnis geworden, oder was? Nein. Ein Crip, dem die Farbe ausgezogen wurde, der nichts mehr zu verlieren hat. Wo ist der? Der Geld gefordert hat. Weiß ich doch nicht, wo der ist. Ich schneid ihn vor euren Augen den Kopf ab und geh mit seinem Kopf ins PD rein. Ich habe gehört, der hat sich einen Tag später ein Auto gekauft oder so. Naja, gut, das mit dem Rausholen, das habe ich jetzt von meinen Jungs gehört. Das hat Chan ja wohl gestern zugegeben. Das habe ich dir am Telefon erzählt, dass wir vor Ort waren und die Schießerei mitbekommen haben aus der Nähe. Da waren wir. Wir waren die ganze Zeit daneben. Wir standen in einem Viertürer und sahen, auf Undercover waren wir. Wir waren komplett nicht wir. Wir haben Scheiße gebaut an dem Tag. Wir standen da und neben uns stand ein Auto. Und irgendeiner von dieser Schießerei ist in ein Auto eingestiegen, in unseres, und hat geschrien, fall, bullen, bullen, bullen. Nach 15 Metern hat er zu uns gesagt, haltet bitte an, ich steig aus. Weil er wohl ins falsche Auto gestiegen ist.
Und er ist nicht ins Auto gestiegen und hat gesagt, hey, hey, wir haben gerade Krieg mit dem Platz, könnt ihr uns hier rausholen, bitte, bitte. Der ist reingeschrien und hat gesagt, Bullen, 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 Bullen. Und ich habe auch nur Bullen gesehen. Beim zweiten Mal vorbeifahren, als er weg war, habe ich gesehen, dass da Platz lagen. Und dann sind wir direkt da abgehauen, als wir gesehen haben, dass schon FIB bei euch stand, als ihr lagt. Das habe ich dir am Telefon, einen Tag später, wo hätte ich denn sonst wissen sollen, was da los war? Ich habe dir doch am Telefon erzählt, dass ich daneben stande und gesehen habe, wie das FIB kam und ich gar nicht wusste am Anfang, dass ihr in der Schießerei verwickelt war. Das habe ich dir einen Tag danach erzählt, Digga. Das ist ja auch nicht mal das Schlimme. Das Schlimme ist das mit den Waffen. Ja, aber das stimmt das, nicht. Das muss halt erstmal geklärt werden. Wir haben unsere Waffen. Ich weiß nicht, ob es auf den gleichen Tag fällt. Weißt du, was für ein Gefühl ich habe, Frank? Okay, und wer soll das sein? Dass nach der ganzen Scheiße, da jemand Bock hat, dass wir untergehen. Und weißt du, was ich denke, wer das ist? Na? Can. Und Can hat keinen Zugriff auf die Waffen. Wer hat denn Zugriff auf die Waffen? Das werde ich dir jetzt mit Sicherheit nicht sagen. Aber es ist nicht Can. Naja, die Waffen sind ja jetzt eh nicht mehr da. Also von daher ist es auch egal. Nee, wir haben die abgegeben. 5 Uzis, ja. Eine AK haben wir bei den Rockern abgegeben. Richtig. Wir haben unsere Waffen auch abgegeben. Ich denke, das hat jeder gemacht. Alles andere wäre, glaube ich, dumm. Aber ja, wie gesagt, so, das muss auf jeden Fall geklärt werden. Und ich kläre das nicht. Weil ich bin... Musst du auch nicht. Wenn das wirklich stimmen sollte, bin ich halt echt am Arsch so. Wie gesagt, Ich habe mich von vornherein aus der Scheiße rausgehalten. Von vornherein saß ich wie so ein Vollidiot in der Ecke und dachte mir nur, holy fuck, was machst du hier eigentlich die ganze Zeit? Ja. So, ich bin mit dir reden vorher, bevor ich mit einem von denen rede, weil ich dir 2-3 Sachen sagen möchte, die auch auf das Gespräch vielleicht sich beziehen könnten, was ich führen werde, mit MJ oder Kaiser, wem auch immer. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du sagst, dass ich mit dem Bescheid sagst, dass ich mit denen alleine sprechen möchte. Ich möchte nicht mit 40 Leuten reden. Das ist absolut nicht meine Welt. So. Das kannst du gerne machen. Ich sag dir im Vorfeld nur eine Sache. Das sage ich dir, wie es ist. Ich fühle mich von diesem irgendein Crips-Typ erzählt uns das. Fühle ich mich extremst beleidigt. Also, dass ihr so danach actet. Du sagst, du warst das nicht und sonst was, ist mir alles egal. Ich möchte eine Sache klarstellen, Digga. Ich würde für dich sterben. Auch morgen noch. Ja? Aber dabei belassen wir es dann, glaube ich, auch in Zukunft. Ich denke, es sollte darauf hinauslaufen, dass wir unser Ding machen und ihr euer Ding machen und wir einfach das drauf kacken. Ich habe etwas gesagt und dazu stehe ich. Ich werde nicht auf meine Freunde schießen und ich werde auch nicht auf Leute schießen wie Hector, wie sonst wen, die ich fünfmal mein Leben für riskiert habe, um sie zu retten oder sonstiges. Aber ich denke, mit dieser Aktion ist das Verhältnis so gebrochen, dass wir nicht mehr über Freundschaft reden brauchen. Das heißt nicht, dass wir uns anficken müssen, nerven müssen oder sonst irgendwas, aber ihr macht euer Ding in der Westside, wir machen unser Ding in der Northside, wir beide haben gerne Kontakt, wir sind Freunde, aus meiner Sicht, aber der Rest muss nicht mehr sein, Digga. Ich brauche meine Leute nicht losschicken, euch aus dem Knast zu retten, euch irgendwo herzuretten, wenn ihr so über uns denkt. Ich brauche nicht 2 Jahre lang vor jeder Gang zu dir stehen, die dich hops nimmt. Real Talk, Freddy. In dieser Stadt hatte und hat niemand Respekt vor euch. Außer wir. Und das von Tag 1. Und diesen Respekt habe ich immer aufrechterhalten. Wenn die Ballers über euch scheiße geredet haben, habe ich gesagt, haltet eure Fresse, das sind meine Freunde. Wenn meine eigenen Leute minimal Unmut hatten, habe ich gesagt, haltet die Fresse und sonst was. Ich war immer, immer für euch da. Ich fühle mich beleidigt davon, dass so geactet wird, aber ihr seid Freunde. Und diese Freundschaft zwischen mir und dir soll auch bestehen bleiben, meiner Meinung nach. Wie du das siehst, ist mir egal. Aber diese ganze Platz-Kiez-Geschichte, wir sollten jeder unser Ding machen, Digga. Bist du wirklich der Meinung, dass niemand in der Stadt Respekt vor uns hat? So reden sie über euch. So reden sie über euch. Hinter eurem Rücken, das meine ich. Nein, jetzt hast du mich falsch verstanden. Nein, das meine ich nicht. Jetzt hast du mich falsch verstanden. Ja, aber ich mach's nicht mal hinterm Rücken, Bruder. Das meine ich damit. Ich hab's falsch ausgedrückt. Sind nicht loyal gegenüber euch. Sagen wir so, das ist das Bessere. Ich will doch auch gar keine Loyalität von meinen Gangs mir gegenüber. Ich sag's dir ja nur. Weißt du, damals, als diese ganze Tischgeschichte entstanden ist, ich erzähl dir jetzt mal ein paar Sachen. Da wollten das mit den Hoover, das weiß ich nicht. Nicht Hoover, auch die Ballers und alle zusammen, die hätten euch 10-mal vernichtet. Ich habe mich da immer rausgezogen, habe gesagt, vergesst es. Ich will nicht sagen damit, dass ich dir geholfen habe. Du hättest das doch alles alleine hinbekommen, das weiß ich. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, ich sage nicht, dass du ohne mich nichts wärst oder sonst irgendwas. Das ist nicht meine Aussage. Der springende Punkt ist einfach der, dass ich, wenn ich zu jemandem dauerhaft stehe, egal in welcher Situation, und er von seinem eigenen Feind etwas erzählt bekommt und so actet, der ist nicht mein Freund, Bruder. Nee, das ist schon nicht mehr, einfach nur so ein kleiner Crip gewesen. Der hat mir schon
das war schon alles ziemlich glaubhaft, was er erzählt hat. Vor allem hat er auch richtig lange rumgedruckst. Ich war den ganzen Abend unterwegs, an den Typen ranzukommen und. Ich glaube nicht, also ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass der sich das aus den Fingern gezogen hat. Und ich bin ganz ehrlich der Meinung, ich glaube, dass du manchmal nicht alles weißt, was hinter deinem Rücken passiert. Halt nochmal bitte kurz an, ich muss nochmal telefonieren. Ich will gerade ein bisschen. Ich rufe euch an gleich, ja? Okay. Kotz uns, Digga. Gegeben. Ja. Mir ist noch was Wichtiges eingefallen. Ja. Wie viele Dealer habt ihr abgegeben an die Crips? 10. 10. Fehlen die euch? Ja. Ja, kriegt ihr von uns. Und nicht, weil wir irgendwelche Uzis an die Crips gegeben haben, nein. Um dir noch ein allerletztes Mal zu zeigen, wie egal mir das alles ist und wie ich gönne. Ich möchte, dass ihr 10 Dealer, sucht euch welche aus. Sag mir die 10, die kriegt ihr. Alright. Meine ich wirklich ernst. Okay. Ihr seid eine Gang, ihr seid darauf angewiesen, ihr habt kein Business, wir haben Business. Wenn ihr da nicht klarkommt und euch das nicht verteidigen könntet, kann ich voll verstehen, die übertreiben da. Aber ich werde es nicht tun, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, sondern ich werde alle Dealer nach und nach irgendwo hingeben. Ich habe keinen Bock mehr, Digga. Alright. Also wirklich nicht mehr. Ich bin aus dieser ganzen Sache, für mich ist das zu viel. Ich bin wirklich so enttäuscht und verletzt gerade irgendwie von dieser ganzen Situation. Keine Ahnung, ich komme damit nicht klar, Digga. Ich bin schon so, ich stehe schon zwischen den Stühlen, ob ich gleich in den Flieger steige. Also wirklich. Ich bin komplett, also bei mir ist komplett, ich glaube an nichts mehr, Digga. Ich glaube an gar nichts mehr. Wirklich nicht. Mach keinen Scheiß. Bro, ich sag dir, ich meine das wirklich ernst. Ich habe weder ein schlechtes Gewissen noch irgendwas. Ich tue das, damit du noch ein letztes Mal siehst, dass ich niemals dein Feind sein werde. Bitte sucht euch 10 Dealer aus und sagt mir welche, okay? Okay. Ich meine das wirklich so. Ja. Und das sage ich nicht aus irgendeinem Affekt heraus. Ich möchte euch die geben. Wenn ihr die irgendwann wieder habt, könnt ihr uns die ja wiedergeben. Weißt du, was ich meine? Aber solange ihr darauf angewiesen sind und wir nicht, möchte ich nicht, dass ihr hungert. Okay. Okay, sag mir bitte welche, ja? Ja, ich lass dir das zuschicken. Okay, perfekt, danke dir. Danke dir. Hau rein, ciao. Sich zu fallen, um Entschuldigung zu sagen, weil sie jemanden am Café Kunter mit Hops nehmen. Wer? Nicht du, ich hab mit Coco gegangen. Ja, scheiß drauf, wo bist du? Wir müssen uns alleine treffen und zwar wirklich ganz allein und nimm dir Zeit. Ich will mindestens eine Stunde mit dir reden jetzt. Ja, okay. Ich meine das wirklich, ist es mir wirklich wichtig, dieses Gespräch. Und ich möchte, dass wir beide unsere Handys ausmachen und reden. Ja, okay. Ich stehe hier, wo du mich rausgelassen hast. Hol mich bitte alleine ab, ja? Ja. Okay, bis gleich. Gleich. Ich sag dir jetzt, was passieren wird. Hm. Das ist so. Ich habe gerade Freddy angerufen und habe ihn gefragt, wie viele Dealer sie verloren haben. Es waren 10 Stück. Ich habe gesagt, sucht euch 10 von uns aus. Die gebe ich denen. Ob sie die verteidigen können oder nicht, spielen, ist für mich am Ende egal. Die anderen 20 werden wir nachher T geben, beziehungsweise mit T kommunizieren, wie er die verteilen möchte, ob er Crips welche geben will oder sonst irgendwas. Wir werden das aber gegen Geld tun, weil wir eine Einnahmequelle brauchen und das nicht ändern können. Ich werde mich ab dem heutigen Tage, aber und wir werden uns ab dem heutigen Tage daraus zurückziehen. Ich will nichts mehr mit den Dealern zu tun haben, ich will nichts mehr mit den Gangs zu tun haben. Ich werde mit meinen Freunden rumhängen, aber ich will mit diesem Gangscheiß nichts mehr zu tun haben. Wir können gucken, dass die für uns was machen, ja, aber wir für keine Gang mehr, Digga. Wir haben uns den... Ich kann das nicht mehr, Digga. Ich kann dieses Gelaber nicht mehr hören von Loyalität und was weiß ich und keiner ist loyal. Ich kann's nicht mehr, Digga. Kann einfach nicht mehr. Ich bin kurz davor zu heulen, Bruder. Ja, was soll ich dir sagen? Das ist halt das, was ich seit Monaten sage, so. Wer nicht hört, dann muss halt fühlen. Ja, wir wissen beide, dass du dazu beigetragen hast, alle. Ja, hä? Ich gebe dir nicht Unrecht, dass die nicht authentisch sind. Ich gebe dir nicht Unrecht mit dir. Digga, es ist Doppelmoral. Die haben uns versucht zu ficken. Es ist alles Doppelmoral. Es ist schon Doppelmoral, dass sie nach dem ersten Mal Nein noch weiterfragen. Klar zeigt uns das alles. Aber ich kann nicht mehr, Digga. So geil, wie die da drauf sind. Ich will das nicht mehr. Ich will das. Sollen die sich mit allen anderen abnerven? Sollen die sich alle bekriegen, Bro? Ist mir egal, Digga. Wir brauchen das nicht und das weißt du. Wir sind nicht angewiesen darauf.
Ja, das hat ja damit nichts zu tun, Digga. Womit dann? Scheiß drauf. So keine, für mich macht das Gespräch keinen Sinn. Du bist enttäuscht, okay. Ich hab's seit Monaten gesagt. So, es muss ein Statement gesetzt werden. So, Pech, Alter. Ich würde nicht den 10 Dealer geben. Safe. Nein. Warum nicht? Warum schon? Aus einem ganz einfachen Prinzip. Nein, es gibt kein einfaches Prinzip, Digga. Und warum? Du stellst teilweise die Platz über den Kiez, Alter. Doch, machst du. Genau, mit dieser Sache beende ich das alles mit dem Platz. Nein, machst du nicht, damit kriegst du den noch mehr in den Arsch. Wenn sie Dealer wollen, sollen sie nicht arbeiten. Ja, wollen sie doch nicht. Doch, hat Kaiser gestern gesagt. Wir sollen den, die holen sich das, was wir denen weggenommen haben, Alter. Eine Gang, schade, dass er es jetzt auch so mitspielt. Sich die Dealer nicht erarbeitet hat, hat nicht das Recht, Dealer zu haben. Punkt. War schon immer so, wird immer so bleiben. Wenn du der Meinung bist, du gibst denen die Dealer, mach. Du bist Chef, mach. Stehe ich aber null hinter null. Gib 15 Ballers, gib 17 den Ballers, 15 den Crips, sollen die kämpfen. Chalas. Der Stärkere soll gewinnen. Ja, ich hab's jetzt dummerweise schon gesagt. Ist jetzt Pech, ja. Liegst du richtig? Ja, ich bin wieder scheiße. Was hast du denn gesagt? Ja, dass wir denen alle unsere Dealer verkaufen, wenn die Platz nerven. Können wir doch die restlichen. Du handelst halt wieder mal wieder einfach schön aus deinen Emotionen heraus. Das, was mir auch seit Monaten vorenthalten wird oder ja, passiert. Die Nase gerieben wird. Und ich verzeih's dir jedes Mal. Ja, mach, was du für richtig hältst. Weißt du, was ich schade finde, dass du mir gerade Vorwürfe machst? Ich mache dir keine Vorwürfe. Das tut mir weh, sag ich dir ehrlich. Ja, also aber wirklich, du handelst wieder ohne Rücksprache zu halten. Nein, ich handle nicht ohne Rücksprache zu halten, aus dem Grund. Du fährst zu dem Gespräch, wir sollen uns verpissen. Dann hole ich dich ab wie ein Hund. Soll ich dann wieder rauslassen, du telefonierst ohne mich. Wieso wie ein Hund? Hast du nicht gestern die Gespräche komplett alleine geführt? Dann soll ich mich wieder, hätte ich dich aus dem Bett holen sollen oder was? Nee, das meine ich doch gar nicht. Dann soll ich dich wieder abholen, dann sagst du mir, was alles passiert ist. Ja, cool. Dann, wenn man es nicht mehr rückgängig machen kann. Digga, das Ding ist, was du zu mir sagst, ist halt nichts, was du halt nicht anders machst, ne? Nur ich stell mich nicht hin und werf's dir vor und trete auf dich ein, wenn du schon geworden bist. Nein, ich mache Sachen, aber... Ich brauche dich gerade, verfickte Scheiße! Ich brauche dich als ein Freund! Ich sage dir ganz klar, wenn du mir gerade nicht hilfst, als mein Freund und für mich da bist, sterbe ich oder bin weg. Okay, und wie soll ich dir helfen, wenn du alles ohne mich machst? Ab jetzt... Die Entscheidung, die da gerade war, ist halt gefallen. Was mit den restlichen 20 passiert, entscheide du. Ist mir komplett egal. Aber werf mir nichts vor. Kann ich gerade nicht gebrauchen, Digga. Ich lass dich auch alles selber entscheiden. Die Uzis hab nicht ich denen gegeben. Ich hab denen auch nicht 100 Magazine verkauft. Diese Entscheidung lasse ich dir auch alle. Ich lass dir sehr viele Entscheidungen, weil ich dir vertraue. Auch wenn du in Emotionen Fehler machst, stehe ich immer hinter dir. Und ich stelle mich nicht hin und mache dir stundenlang Vorwürfe. Mache ich nicht. Ich nehme dich in den Arm, wenn es dir schlecht geht. Und wenn ich als ein gestandener Mann zu dir sage, ich bin kurz davor zu weinen, dann nimm mich verfickt nochmal in den Arm, Digga.